Hallöchen, mein lieben Freunde, und damit darf ich also einfach gefahren. Let's Play bei das Brunnen der Möglichen begrüßen. Vielleicht sogar die letzte Folge, weil wir relativ weit fortgeschritten sind. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben mit unserem angefangenen Jagdkostüm. Zweihornnest. Jetzt fehlt noch eine Jagdschnauze. Und ja, was wir hier übersehen haben, ist etwas, was aus dem Mülleimer rockt, und zwar dieses wunderschöne Absperrband. Polizeiflatterband. Man muss aber auch sagen, der Sprite hier ist nicht richtig gesetzt. Man sieht nicht, wo das sein soll. Zu meiner Verteidigung. So. Vielleicht kann ich es für meine Verkleidung als Jagdkopf gebrauchen. Genau. Flatter, flatter. Flatter, flatter. So, kann man das schon drauf tun? Das hast du nicht gehört. Okay, nein, aber jetzt können wir hier weg, ne? Ja, genau. So, sehr gut. Jetzt können wir nämlich die Münze in den Brunnen schmeißen. Eine Wunschmünze in einen Wunschbrunnen zu werfen, ist, als würde man sagen, ein weißer Schimmel. Aha. Wer weiß noch, wie diese rhetorische Figur heißt? Na, egal. Ich keine Ahnung, mach einen Willi? Ich dachte immer, ich mag Wiederholungen Willi? In meinem Leben, weil sie mein Leben ein ganz klein wenig langweilig machen. Willi? Nein, ist wohl nicht so. Was zur Hölle? Nein, ich möchte jetzt nicht telefonieren. Warum nicht? Komm schon, telefonier doch ein bisschen. Was für ein Glück. Oh, das war einfach. Nein, das ist meine Weh, wenn der mir jetzt die Münze klaut. Er geht dann... Es wird nur kurz. Das Telefon. Oh, Frau Bürgermeisterin. Wie kann... Ja, selbstverständlich ist alles für den Empfang der langolischen Delegation. Ja, ich verstehe. Jagdjoghurthandel. Ja, ich halte mich im Hintergrund. Immer Ihr ergebenster Diener. Was stehen Sie hier herum, Herr kastiger Koloss? Ich habe Sie belauscht. Bringen Sie in Ordnung, was Sie verbockt haben. Warum ist es meine Schuld? Warum um alles in der Welt ist es meine Schuld? Selbstverständlich, Sie schleimiger Ergebener. Eine Münze. Nimm mit. Bandy! Och, Junge. Mädchen, nein. Lass die Münze einfach liegen. Oh nein. Nein, nicht schon wieder, nein. Na... Ich wünsche mir eine Jacknase. Oh. Das könnte tatsächlich nützlich werden. Du hättest dir auch was anderes wünschen können. Weltfrieden zum Beispiel. Ah. Aber die Nase hat dir doch noch gefehlt. Mir fehlt Ruhe. Vor dir. Danke, Chili. Ernsthaft? Dankeschön. Hat mir jetzt echt weitergeholfen. Danke dir. Tschüss. Nett. Hype. Hörnerschnauzennest. Jetzt fehlt nur noch ein Schal. Dann nimm das Absperrband da. Ein bunter Jackkopf. Sehr nice. Ein bunter Jackkopf. Ja, dann sind wir ja fertig, ne? Gibt's hier, können wir mit dem irgendwie nochmal reden? Ein elender, noch nicht ganz trockene Pantomime. Bronzetopf. Ein Eimer mit bronzener Farbe. Der elende Pantomime hat sich damit angepinselt. Wahrscheinlich sein morgendliches Ritual. Ritual? Anstatt zu duschen. Ja gut, duschen wird überbewertet. Das kann man auch abends machen. So. Mist. Im Topf ist zu wenig Bronzefarbe drin. Das heißt Sirup? Hallo? Spieler. Okay. Keine Ahnung. Das funktioniert. Wir haben hier noch ein Alphorn, das Werkzeug. Was ist mit mir? Okay, das ist Das hast du nicht Sinn, gerade. Ne? Können wir das irgendwie jetzt nochmal... Hallo? Da ist zu wenig Farbe drin. Der Pantomime hat sich eben damit eingeschmiert. Er ist noch nicht ganz trocken, ne? Gib mal was ab. Was zum... Hey, elender Pantomime. Ich wette, du kannst keine Brotumarmung pantomimen. Kannst du doch? Ach, muss ja sein. Das ist zu nah! Oh. Ja, Mensch. Steht ich dir. Ich fühl mich beschmutzt. Beschmutzt. Aber immerhin... Bronzefarben. Ja. Na dann mal los zu fröhlichen Jagdstatuen-Imitationen. Das heißt, er hat gerade mit dem Pantomim gekuschelt. Ja gut, ein bisschen kuscheln tut ja immer gut, bekanntlich, ne? So, guten Tag, die Herren. Die Mimikrie ist fast briegelperfekt. Komm, Jack, komm. Ruhe. Ich wusste es. Los, die Langolen sind gleich okay, da. Okay. Alles klar, alles safe. Werden die nie erfahren. Hier ist es wirklich sehr windig. Gut, dass ich einen Schal habe. Absperrband. Nase aus Gummi. Die
Weichmacher betäuben mich recht angenehm. Psst. Es muss authentisch wirken. Da sind sie. Hallo. Was zur Hölle werfen die da? Wie beschämend. Und alles riecht nach Kamille. Ich hasse Kamille. Warum? Kamillentee ist super. Kamillentee-Hype. Obwohl, grüner Tee ist noch besser. Vor allem... Nochmal gut gegangen. Ja. Gut gegangen? Yippie! Hi! Nur schade, dass Berndi alles verpasst hat. Sag mal, bist du behindert? Schaff, ich war hier oben. Ach, egal. Einzig diese Audiowellen eines durch den Bernoulli-Effekt in der Luft stabilisierten Fortbewegungsmittels stören ein wenig. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Sind... Was... Was? Autsch und Mist. Was zur... Aber was ist das? Die Stunts sind lahm. Ui, ich sehe Sternchen. Schön. Irgendwie bin ich gerade so müde. Na, dann schlaf gut. Was zur Hölle? Warum steht jetzt überall Lama? Ist das Spiel jetzt vorbei? Kann ich nach Hause? Gut. Also entweder das ist das alternative Ende oder das richtige. Ich möchte übrigens nochmal anmerken, dass man Lamm mit einem L schreibt. Ich verstehe bis heute nicht, warum das so viele mit zwei L schreiben, aber gut. Kann ich hier irgendwas machen? LOL. Oh. Aha. Jetzt verstehe ich, wie ich in diesen schönen leeren Raum Alles kam. Klar. In Wirklichkeit liege ich unter der Lama-Statue und bin bewusstlos. Wie schön. Wie ruhig. Wie weiß. Hier bleibe ich. Riegel. Andy, du hast noch was zu erledigen. Ein für alle Mal. Ihr habt mich in ein hässliches Kostüm aus Plastik gesteckt. Ja. Unter dem man ganz schrecklich schwitzt. Ja, mein Gott. Ihr habt mich durch die halbe Welt gejagt. War doch cool. Mich aus Flugzeugen gestoßen. Stunts. Durch Fensterscheiben geworfen. Spaß. Und in der Zeit zurückreißen lassen. Ja, das ist ja wo wohl ich echt immer awesome. Schlimme, sehr schlimme Dinge sehen musste. Ja, gut. Ihr habt meine Warnungen in den Wind geschlagen. Mir ein Jack-Kostüm verpasst. Das stand dir und super. Und mich unter einer Lama-Statue begraben. Das war nicht ihre Schuld. Jetzt reicht's. Ich werde nicht noch etwas zu tun haben, außer diese gleichmäßigen weißen Wände anstarren. Ich würde mich da gerne einmischen. Ich, Spieler, du tun, was ich sage. Nein. Doch? Ich werde diesen wunderschön weißen Raum nicht verlassen. Okay. Wenn ich jetzt philosophisch bin, ich bin ein Brot, eine Tür. Wo die wohl hinführt? Ich will's gar nicht wissen. Okay. Chilis Erscheinung, Briggs Erscheinung, Liebe. Das sieht gut aus, ob ich mir das mal näher ansehe. Mach doch mal. Naja, einmal ist kein Mal. Liebe. Emotion Liebe. Süß und Spaß. Hm? Was das wohl sein mag? Sieht jedenfalls nach Spaß aus. Nimm mal. Dumm wie dumm. Dann schauen wir mal. Spaß. Emotion Spaß. Was ist, wenn wir die zwei kombinieren? Hä? Was ist das? Freundschaft. Emotion Freundschaft. Und jetzt machen wir die mit den? Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Mit Bernd selber? Andy! Soll ich deinen Sturz mit meinem Körper abfedern? Manchmal ist es irgendwie auch rührend. Keiner darf loslassen! Und manchmal fühlt es sich auch an wie... Sie ist positiv. Jetzt können wir alle gemeinsam in die Badewanne. Yippie! Badewanne! Zu Hause. Das ja, war schön. Die beiden Bekloppten sind manchmal sogar ganz nett. Manchmal. Trotzdem.
Warum mache ich das nur mit diesen beiden Verrückten? Weil wir Freunde sind, Berndi. Stimmt. Mist. Ich muss zu ihnen. Vielleicht brauchen sie meine Hilfe. Da. Sag mal, ist das irgendwann passiert? Wie braucht mein Handy andauernd? Nee. Ach, was? Kann ich's mir noch mal überlegen? Ich wäre doch gerne wieder in diesem angenehmen weißen Raum. Und, nein, du bleibst jetzt hier. Na gut, dann mal los. Wie kriege ich die Statue von mir runter? Vielleicht mit... keine Ahnung, mit Freundschaft? Das hast du nicht gerade... Okay, können wir irgendwas hier eigentlich? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich müssen wir irgendwas aus dem Inventar benutzen. Wie vielleicht kaputt machen? Hallo? Okay, da hinten ist ein Kampf-Lama. Schilder und alles ganz seltsam und Lama. Das funktioniert. Moment, wie kriegen wir die Lama-Statue da weg? Das hast du nicht. Hallo? Hilfe? Das. Über. Das. Vorder. Hallo? Rung. Das. Bei. Das hast du nicht gehört. Mir? Hallo? Da hinten ist eine Cola, aber. Ich denke mal. Das funkt. Ich dachte, müssen wir das direkt mit der Statue benutzen? Okay, was haben wir denn? Wir haben hier Freundschaft, Jagdkostüm. Das hast du nicht gehört. Hallo? Das funkt. Ja, gut. Steht hier irgendwas drin? Ich meine, das hat noch nie weitergeholfen, aber... Okay, jetzt bin ich nicht mehr ohnmächtig und immer noch unter der Lama-Statue. Wie kriege ich die von mir runter? Baum. Oh. Warum ist da was in Seil oder so? Nicht, ne? Wir haben Ponchos. Das hast du... Hallo? Wie zum Fick kriegen wir die Statue weg? Das... Es muss auf jeden Fall irgendwas im Inventar sein, das ist klar. Aber wie kriegt man eine massive Bronzestatue von selbst, während man da runter liegt, runter? Wie soll das gehen? Das hast du nicht... Nee, jetzt wirklich, wie soll das gehen? Hallo? Das... Hallo? Wir haben noch einen Bleistift. Das hast... Hallo? Ich habe nur eine silberne Traveler-Card. Brauner Cola-Sirup. Was ist denn das hier? Ein ganzer Haufen Ponchos. Okay. Ein halber Bleistift. Ich würde ihn gerne... Hat aber keinen Spitzer mehr. Zu bunter Jackkopf. Das... Würde ich gerne alles mit einem Pro... Was? Was war das denn? Hallo? Wie ist das jetzt passiert? Das funktioniert... Das sollte ich erst reparieren. Achso, kaputtes Grundsophon. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum das auseinandergegangen ist, dass ich die Ponchos damit benutzt habe, aber das ist mir egal. Reparier's mit Klebeband. Heile, heile Segen. 7 Tage Regen. So, dann machen wir doch mal. Yes! Tschüss, Lama. Wenn sich doch alle Probleme mit einer Horde Wikinger lösen würden. Was können sie? Wäre die Welt ein... Besserer Ort. Voller Wikinger. Wikinger sind also, toll. Was ist hier passiert? Und wo sind meine Freunde? Ich sollte jemanden finden, den ich fragen kann. Hallo Bernd! Wir, die Entwickler, haben gerade ein neues Feature für dich entwickelt. Es kommt aber reichlich Klicke früh. Auf den Globus rechts in der Inventarleiste und du kannst reisen, wohin du willst. Also, wenn du die goldene Traveler-Karte hättest... Was? Tschüss! Ich leg mich wieder hin. Wie wär's, wenn du... Wie, wenn ich... Wo ist denn der links? Wir brauchen die goldene Traveler Card, meint er, ne? Ein Magazin? Okay. Oh, die Lamas haben aber eine Menge koffeinhaltige Brause auf ihre Weltherrschaft getrunken. Ja, getrunken, nicht gesoffen. Nimm mal eine mit. So, wir haben jetzt leere Cola-Flasche, da können wir ja eigentlich den das Cola hast du nicht reinfüllen, okay. Brauner Cola. Man hat sogar Cola-Sirup gesagt. Ja gut, das ist halt auch ein Sirup, ne? Ein Schild. Offensichtliche Symbole, dass es Lama Fritz tatsächlich geschafft hat,
sein Lama-Regime zu errichten. Vor allem, warum Lamas? Warum? Ob ich das mag? Nein. Ich mag niemanden, der mir sagt, was oder wen ich anbeten soll. Genau, wir nehmen einfach Gold. Was das ausrichten kann? Herzrasen, Bluthochdruck, klebrige Spucke. Igitt. Geil. Also ich möchte kein Lama sein. Nicht? Lamas sind doch super. Yay. Ah, oh, müde. Bisschen. Kann man da noch was mitnehmen? Nee. Ja, noch ein Absperrhütchen. Das kann man sich auch mal angucken. Absperrhütchen. Na, ordentlich sind die Lamas immerhin. Ja gut, dann würde ich aber sagen, war es mit der weiteren Folge von Let's Play Bernes Brunnen im Möglichen. Es war doch noch nicht das letzte, die letzte Folge. Es wird noch weitere geben, wie viele weiß ich nicht. Und, ja, weil diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Link zur ersten Folge und zu Play Store Support, das befindet sich unten in der Beschreibung und auch außer Schmieder links wie YouTube, Facebook, Proxer, Hitbox, Twitter, Instagram und AskFM. Ich sage von dieser aus, tschüss, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal wieder. Und ja, was ist denn nach zu sagen, außer Tschüssili? Es fährt nicht mehr, ich will es nicht.